bonito, qué bien habéis hecho todo. ¿Cómo me gusta? Sie ist begeistert. Wir haben mit mir klettern gehen. Wahrscheinlich will er dir beweisen, wie toll er sich auskennt. Wo du ihm doch nur 20 Jahre Mallorca voraus hast. Was? Nimmst du sein Angebot an? Klar, das lasse ich mir nicht nehmen. Na dann, viel Spaß. Diesen Angeber werde ich über die Berge jagen, bis er von mir zusammenbricht. Klingt nach einem guten Plan. Fantastico, muy profesional. Ist ja beruhigend, dass deine Mutter an der Renovierung nicht außen setzt hat. Mama, siéntate un rato, estarás cansada. Bueno. Hast du Christine eingeladen? Verdammt, sie gehört nicht hierher. Sie ist eine sehr gute Freundin von mir. Jetzt entschuldige mich bitte. Hallo. Diese Pläne hier lagen auf dem Tisch. Hast du eine Ahnung, wo sie herkommen? Nö. Vielleicht hat sie Wolf gebracht. Das ist also der Entwurf von Gruppo Cinco. So eine Arbeit, ja? Die hätte ich in Studienzeiten nicht mal als Übung abgegeben. Nur Ansichten. Das ist unfassbar. Ich finde, die sehen ganz ordentlich aus. Ordentlich? Augenwischerei ist das. Eine schön gemachte Nullaussage. Hier, guck dir das an. Alles nur in der Kubatur ausgearbeitet. Willst du bitte Deutsch mit mir reden? Nur Umrisse von Bauten. Keine Details. Kein Hinweis zu ihrer Anbindung untereinander. Kein Hinweis zu ihrer Erschließung. Nichts. Das stimmt. Deine Entwürfe waren viel genauer. Und vor allen Dingen origineller. Davon kann hier nicht die Rede sein. Weißt du, was das ist? Das ist die Arbeit von 2 Tagen, Maximum. Ich verstehe nicht, wie man einen solchen Fusch meinen Entwürfen vorziehen kann. Ich verstehe es nicht. Na, Rolf bestimmt auch nicht. Der würde sowas niemals unterschreiben. Das werden wir ja sehen. Ich bin gespannt, was mein lieber Bruder dazu zu sagen hat. Du gehst überhaupt noch hier, Max? Eva hat mich eingeladen. Außerdem wüsste ich nicht, was ich verbrochen hätte. Dein Schwager will mich von meinem Land vertreiben. Dein Mann spuckt Spaghetti Barra auf den Hals und du spielst hier die Unschuldige? Wem hilft das, wenn du Christine dafür verantwortlich machst? Noch kein halbes Jahr auf der Insel und schon wollte alles für euch. Die Einwohner vertreiben, die Natur verschandeln. Hauptsache es bringt Geld. Aber Christine, holt sie bitte noch ein bisschen Wein. Ich bin gekommen, um euch meine Freundschaft zu zeigen. Freundschaft? Du willst dir doch nur ein reines Gewissen erkaufen. Es reicht. Christine ist mein Gast. Yeah! Ich muss mich in aller Form für Ricardos Verhalten entschuldigen. Bitte bleib. Wage es nicht, Eva. Lass nur. Ich gehe schon. ¿Qué pasa? Hier ist der Abuela. Na. Das hat ein Nachspiel. Verlass dich drauf. Warte! Christine, bitte warte! Es war ein Fehler. Ich hätte überhaupt nicht kommen dürfen. Ich verstehe das nicht. Ich habe ihn so noch nie erlebt. Es gibt für alles ein erstes Mal. Es tut mir so leid. Wenn ich das geahnt hätte. Mir tut es leid. Die Party ist ja nun gründlich verdorben. Ach, ich pfeife auf den Geburtstag. Aber Ricardo wird mich kennenlernen. Das verspreche ich dir. Ich habe allen Ernstes geglaubt, mein Besuch könnte die Wogen ein bisschen glätten. Das war ja wohl sehr naiv. Unsinn. Wir sind wahrscheinlich die einzig Vernünftigen in diesem idiotischen Streit. Und was nützt uns das? Du musst fürchten, dein Haus zu verlieren und ich möchte Volker gegenüber nicht illoyal sein. Aber daran ist doch nichts Schlimmes. Doch, Eva. In einem Punkt hat Ricardo nämlich recht. Entweder Freund oder Feind. Beides geht nicht. Es tut mir leid. Wir proben.
hast du das? Wüsste ich auch gerne. Kommt es dir irgendwie bekannt vor? Flüchtig? Flüchtig. Aha. Die wichtigste Frage deines Projektes scheint dich ja sehr zu beschäftigen. Muss ich es dir nochmal erklären? Die Entscheidung für diesen Architekten ist ein Politikum, keine Geschmacksfrage. Geschmack? Verrat mir doch mal, wie du hiermit überhaupt etwas bauen willst! Willst du ein Parkhaus Pappmaché? Das klären meine Geldgeber. Die haben ihre Fachleute. Achso. Metzel. Der große Rolf Stein, er darf plötzlich nichts mehr selbst entscheiden. Volker, auf Mallorca zu bauen, ist etwas komplexer, als du es aus Deutschland kennst. Hör auf, ja, ich bin nicht bescheuert. Hiermit machst du dich als Bauherr lächerlich. Das ist ein Ruin auf Mallorca. Lass das meine Sorge sein. Das mache ich nicht. Für mich ist eine Ehre, Architekt zu sein. Solche Leute, die ziehen eine ganze Branche in den Schmutz. Ich rede nochmal mit den Investoren. Ach so? Wie kommt es nur, dass ich dir das nicht glauben will? Die arme Frau. So ein Drama und das auf ihrer Geburtstagsfeier. Ay, no basta, ja. Er hat recht, sie tanzen fantastisch. Aber sie brauchen einen besseren Partner. Bailas muy bien, abuela. Ay, el chico lo hace muy bien. Y eso que no tiene sangre española. Vielen Dank, Ricardo. Das war bühnenreif. Wir gehen essen, Victoria, Felipe und dich. Wie du meinst, verdirbt uns nur die Feier. Ich finde deine Show erbärmlich. Niemand hat dich nach deiner Meinung gefragt. Felipe, nos vamos. Oye, ven. Na dann, viel Spaß. Großmutter hat auch keine Lust. Bitte was? Ja, sie will hier bleiben. Flirtet mit jungen Männern. Das würde ja noch schöner. Ich verteidige ihre Familie und sie. Mama, vamos. Jetzt stehst du ganz schön alleine da. Sie wollten mich sprechen. Carmen. Wissen Sie, was es ist? Die Pläne für Ihren Park, vermute ich. So, vermuten Sie. Wissen Sie, wo die sich heute hin verirrt haben? Zu meinem Bruder. Wie ist er an die Unterlagen gekommen? Sehen Sie, genau das wollte ich von Ihnen erfahren. Das weiß ich nicht. Verstehe. Das Problem ist nur, dieser Grundriss war sicher in meinem Büro verwahrt. Wenn Sie andeuten wollen, dass ich das gewesen bin. Waren Sie es denn? Nein! Bitte, glauben Sie es mir. Aber irgendjemand spielt hier den Agenten. Und ich denke, Sie wissen sehr genau, wer das ist. Was bedeuten Ihnen Loyalität und Diskretion? Strengen Sie Ihr hübsches Köpfchen doch mal an. Hm? Und falls Ihnen zu diesem Thema etwas einfällt, lassen Sie es mich wissen. Andernfalls sind Sie entlassen. Fristlos.